Dann legen wir mal los. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag Functional Programming in Practice with Kotlin and Scala. Wir, das sind in dem Fall ich, Florian Fleiderer, mein Kollege Benedikt Gerhardt von der Firma Digital Frontiers. Und wir setzen uns in unseren tagtäglichen Projekten relativ viel mit dem Konzept von funktionaler Programmierung auseinander. Funktionale Programmierung ist ein Thema, das in letzter Zeit auch zunehmende Beliebtheit erfährt. Viele Leute interessieren sich dafür, aber ja, teilweise ist es immer noch schwierig, das in Projekten zu platzieren, beziehungsweise Konzepte der funktionalen Programmierung zu platzieren, weil die auch teilweise einen etwas schlechten Ruf hat, als sehr komplex gilt. Und das sind Klischees, mit denen wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Und als kleine Einleitung möchten wir so ein bisschen erklären, wie wir selber zur funktionalen Programmierung gekommen sind. Der Weg, wie ich dort gelandet bin, ist einer, der wahrscheinlich hier, der für viele hier im Raum ähnlich sein dürfte. Ich komme eigentlich aus der Java-Welt. Hab jahrelang Java programmiert und bevor Java 8 um die Ecke kam, war funktionale Programmierung eigentlich für mich überhaupt kein Thema. In Java 8 habe ich dann angefangen, mich mit den funktionalen Konzepten auseinanderzusetzen, die da mitkommen, Lambdas, die Streams API. Hab dann auch die ersten paar Lambdas effektiv irgendwo eingesetzt und war dann der Überzeugung, jawohl, funktionale Programmierung ist eine coole Sache. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon ziemlich funktionaler Programmierer. Ich habe hier ein paar Lambdas verwendet. Das wird schon passen. Tatsächlich bin ich damit noch ein ganzes Stück weg von dem, was wir als Konzepte der funktionalen Programmierung heute vorstellen wollen. Und wer mich darüber damals schon sehr gut aufklären konnte, war Benedikt, der dann etwas anderen Weg hatte. Aber das darf er am besten mal selber erklären, wie er dazu gekommen ist. Mein Weg von der funktionalen Programmierung fing erstmal überhaupt nicht funktional an. Das war nämlich mit Perl. Ist eine tolle Skriptsprache, hat aber mit funktionaler Programmierung gar nichts zu tun. Das ging dann den ganz normalen Studentenpfad, der auch leider heute immer noch selten funktionale Programmierung vermittelt. Das ist meistens C, C++, Java, in den allermeisten Fällen auch noch Assembler. Wenn man Glück hat, noch Python. Aber funktionaler weit entfernt. Dann ja, ging der Weg bei mir über die Arbeitswelt erstmal über Java, bis mich dann ja, ein Kollege angesprochen hat, der sich vor einiger Zeit eine schöne Programmiersprache angeschaut hat, nach seiner Aussage. Und das war Scala. Und so fing dann mein Weg in die funktionale Programmierung an. Womit ich auch ja, sehr glücklich bin, weil es ist ein sehr schöner Ansatz, der sehr viele Sachen vereinfacht. Aber das wollen wir euch heute zeigen. Eine Sache, die auf jeden Fall sehr schnell auffällt, wenn man sich mit Leuten unterhält, ist, dass funktionale Programmierung oftmals als unnötig kompliziert angesehen wird. Da hat funktionale Programmierung definitiv ein Imageproblem. Das ist auch vielleicht nicht ganz ja, unerwartet, da es einen sehr theoretischen Background hat in der theoretischen Informatik, in der Mathematik und der Kategorientheorie. Und das merkt man oftmals auch sehr schnell und das wird ja auch zuweilen zum Verhängnis. Man wird sehr schnell mit sehr vielen Konzepten zugeschüttet, wo man sich Definitionen anschauen muss. Plötzlich werden Sachen relevant, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. Und ja, so Konzepte, über die man sehr schnell stolpert, haben wir euch mal hier ein paar zusammengetragen. In der TagLoad, das könnten noch zwei bis dreimal so viele TagLoads sein, da hätte man immer noch nicht alle Konzepte zusammengefasst. Der Einstieg ist in die funktionale Programmierung ist teilweise etwas holprig. Da ist gar nicht mehr die Frage, warum ist die funktionale Programmierung unbeliebt, sondern ja, was kann man dagegen tun? Dann gibt es ein anderes Problem, nämlich, dass es für all diese Konzepte, die zwar für sich gesehen nützlich sind, Definitionen gibt, die selten den Praxisbezug wirklich erläutern. Das ist ein anderes Problem auf jeden Fall, dass wir im Laufe der Zeit gestolpert sind. Ich habe mal wir haben ein ganz krasses Beispiel heute mitgebracht für ein Konzept, das eigentlich sehr praktisch ist, nämlich die Monade. Die findet man auch in Java, mehr oder weniger.
Und die Definition treibt das ganz ein bisschen auf die Spitze. So, dahinter steckt auch so ein ganz typisches Meme der funktionalen Programmierer, nämlich eine Monade ist nur ein Monoid in der Kategorie der Endofunktoren. Damit ist rein gar nichts erklärt. Man versucht eigentlich nur, den Leser weiter zu verwirren, indem er weitere Konzepte mit in die Definition einbringt. Der Praxisbezug ist relativ, ja, also der Praxisbezug ist unbegreifbar. Dabei wollen wir euch heute eigentlich zeigen, für funktionelle Programmierung, um das in Projekten einsetzen zu können, benötigt man eben eigentlich kein Studium der Mathematik. Denn die Grundprinzipien der funktionalen Programmierung sind sehr einfach. Es sind nämlich genau zwei, die auch sehr einfach nachzuvollziehen sind. Einmal Funktionen haben Eingaben und Ausgaben, ansonsten nichts. Das werden wir später sehen, dass zum Beispiel das fördert Idempotenz, da wir, wenn wir für die gleiche Eingabe erwarten wir, dass wir stets die gleiche Ausgabe erhalten. Das ist zum Beispiel für Testbarkeit ganz praktisch. Und Daten werden niemals verändert. Das heißt nicht, dass wir keine Mutationen haben dürfen, keinen Zustand verändern dürfen. Wir dürfen nur nicht existierende Daten verändern. Wir dürfen aber neue Daten schreiben, die eben den neuen Zustand beschreiben. Und das hat durchaus Vorteile, weil wir dadurch einen modularen Aufbau fördern. Das werden wir sehen. Wir verbessern dadurch die Lesbarkeit, indem wir größere Probleme in kleinere Teilprobleme zerlegen. Wir haben dadurch eine viel bessere Testbarkeit, weil wir nicht äußere Zustände weil wir können sehr viel mehr mit Unit-Tests arbeiten, und wir haben einfach insgesamt eine höhere Wiederverwendbarkeit. Und die weitestgehend zustandslose Programmierung fördert eben, dass der Code leichter nachzuvollziehen ist. Und natürlich als toller Seiteneffekt, ja, Seiteneffekt werden wir später auch noch drauf eingehen, können wir Ergebnisse natürlich von Methodenaufrufen auch einfach ganz leicht cachen. Bevor wir aber auf die einzelnen Konzepte eingehen, die wir euch mitgebracht haben, nochmal kurz eine Abgrenzung zwischen imperativer Programmierung und der deklarativen Programmierung. In der deklarativen Programmierung ist die funktionelle Programmierung untergeordnet als das Programmierparadigma. Bei der imperativen Programmierung geht es hauptsächlich darum, wie löse ich ein Problem. Das ist so mehr oder weniger Fließbandarbeit. Wir müssen erst das machen, dann müssen wir das machen. Wir sagen einfach nur, wir haben diese Schritte, die müssen wir ausführen, damit wir zum Ergebnis kommen. Und die deklarative Programmierung geht dann ein bisschen anderen Ansatz. Die sagt nur, wir haben Zielbeschreibungen, wir sagen nur, was ist eigentlich mein Ziel? Wir definieren nicht im Detail, wie wir dorthin kommen, weil das für uns, weil wir das oft einfach wegkapseln. SQL ist beispielsweise ein tolles Beispiel für eine deklarative Sprache. Da sagen wir auch nicht, wir benötigen an dieser Stelle, müssen wir auf diese Weise den Cursor fortsetzen, damit wir über die Spalten, über die Zeilen iterieren und so weiter. Oder wir brauchen an der Stelle den Index, sondern wir sagen einfach nur, wir selektieren diese Spalten von diesen Tabellen und haben vielleicht noch Filterbedingungen, Gruppierungen, aber sagen eben nicht im Detail, dass es exakt auf diese Weise aussehen muss. Und damit würde ich an den Florian übergeben, der uns dann das erste Konzept erläutert, das wir euch heute mitgebracht haben. Genau. Wir haben heute insgesamt so fünf Konzepte aus unserer ja, funktionalen Trickkiste quasi mitgebracht. Das wird jetzt auch eine ziemliche Tour de Force durch diese einzelnen Konzepte. Wenn dabei irgendwelche Fragen aufkommen, könnt ihr die gerne im Chat einfach stellen. Wir haben dann nebenbei ein Auge drauf, dann können wir auch direkt drauf eingehen. Und ansonsten legen wir jetzt mit dem ersten los. Das sind die Higher Order Functions, also das, was man in der Java-Welt als Lambdas kennt. Tatsächlich, der Vortrag heißt ja funktionale Programmierung mit Kotlin und Scala. Das sind auch die beiden Sprachen, die wir für Beispiele überwiegend ausgewählt haben. Prinzipiell ist es aber wichtig, dass alle diese Konzepte hier in beliebigen Sprachen Anwendung finden. Theoretisch, wenn ihr irgendwo in Java 7 noch unterwegs seid, was ich keinem von euch wünsche, steckt hier trotzdem vieles drin, was ihr in euren Projekten verwenden könnt. Und ja,
springen wir einfach mal rein. Unser erstes Beispiel, allerdings in dem Fall ein Negativbeispiel, ist auch in Java geschrieben. Hier haben wir nämlich ein Stück Code, der irgendeine Berechnung durchführt. Es wird ein bisschen was iteriert mit Buchstaben und so, um die Frage, was bezweckt dieser Code, was vielleicht nicht sofort offensichtlich ist, aufzulösen. Was wir hier vorliegen haben, ist eine LCP, Longest Common Prefix Funktion, die eben einfach uns eine Möglichkeit bietet, von einer Liste an Strings, die reingeht, den ja, LCP zu finden, sprich hier das Beispiel mit Interstellar, Interspecies etc., dass wir eben diese gemeinsame Präfix von Inter damit finden können. Das hier ist quasi eine Referenzimplementierung, in Anführungszeichen, die wir uns bei Rosetta Code gemopst haben, und das ist das sogenannte Vertical Scanning. Warum Vertical? Ja, wir haben es ja gerade gesehen, wenn man sich diese Wörter untereinander vorstellt, wird quasi Buchstabe für Buchstabe geguckt, ist es noch bei allen gleich. Das ist das, was diese Implementierung hier links abbildet. Jetzt zerlegen wir die mal ein bisschen und ja, gucken einfach, was hat die für Eigenschaften. Die hat zum einen sehr viel Zustand, das ist schon eine Überschrift finden, und die Dinge, die passieren, sind auch in dem Sinne sehr, sehr verteilt, weil oftmals Zustand definiert und später manipuliert wird. Hier zum Beispiel der Character, der Buchstabe, den wir uns gerade angucken, wird vorne definiert, wird später in irgendeiner Form durch einen anderen Buchstaben ersetzt oder erhöht. Wir merken uns den kompletten Prefix, der gebildet wird. Auch da definieren wir uns am Anfang einmal eine Variable für, hängen hinten wieder Sachen dran. Wir haben eine gewisse Flusssteuerung, wo wir eben entscheiden, passen diese Wörter noch zusammen, passen sie nicht mehr zusammen, müssen wir den Index inkrementieren. Auch da wieder vorne deklariert, hinten erhöht, zwischendurch gecheckt. Sprich, was da auffällt, ist, dass diese ganzen Sachen sehr, sehr verteilt sind. Man hat nicht zuerst den einen Schritt und dann den anderen Schritt. Was hier übrigens noch vorne in der ersten Zeile hinzukommt, ist tatsächlich Fehlerbehandlung. Damit müssen wir auch noch ein bisschen umgehen. Ist die Liste irgendwie null? Ist diese Liste gerade leer? Müssen wir da irgendwie drauf eingehen? Und jetzt haben wir im Endeffekt das Problem, wenn wir mit jemandem drüber sprechen wollen, wie gehe ich denn vor, wenn ich diesen Longest Common Prefix finden möchte? Und wenn es eine textuelle Beschreibung, dann wird derjenige sagen, ja, ganz klar, du gehst im Endeffekt durch alle diese Elemente durch, guckst immer den ersten Buchstaben an, guckst den zweiten an, guckst, ob die zusammenpassen. Und das, was wir in natürlicher Sprache artikulieren würden, ist nicht die Struktur, wie wir es in Code schreiben, bei so einem klassischen imperativen Beispiel. Und das ist genau der Punkt, wo funktionale Programmierung mit Higher Order Functions uns tatsächlich weiterhelfen kann, weil wir da eine Möglichkeit haben, das in einer Reihenfolge zu schreiben, die sehr stark dem entspricht, wie man es in natürlicher Sprache auch erklären würde. Wenn wir das jetzt hier mal angucken, diese 6, 7 Zeilen, die wir hier haben, wir haben schon eine kleine Optimierung gemacht, und zwar, dass wir einfach das List-Min und List-Max, sprich das niederwertigste und höchstwertige Wort, in dieser Liste nehmen, sprich, wenn man die Liste sortieren würde und nur das erste und das letzte Wort betrachtet, dann ist natürlich deren gemeinsamer Longest Prefix der für alle gilt. Sprich, wenn wir jetzt in natürlicher Sprache reden, sagen wir, alles klar, ich betrachte das erste Wort, ich betrachte das letzte Wort. Das sind genau die ersten beiden Zeilen, die wir hier sehen. Das heißt, es spricht sehr gut diese Beschreibungssprache. Was passiert hier ganz konkret, um kurz durchzugehen? SIP ist eine Funktion, die zwei Listen miteinander vereinigt, in dem Fall die Buchstaben des ersten und des zweiten Wortes, sodass wir die immer miteinander vergleichen können. Take while heißt einfach, wir schnappen uns diese Buchstaben aus der Liste, solange sie gleich sind. Take while L und R sind gleich. Unzip macht dann diese beiden Listen wieder auseinander. Sprich, wir haben hinterher zwei Streams, zwei Listen, die jeweils die gleichen Buchstaben enthalten, für unser Beispiel von vorhin eben INTER. Und wenn wir einen davon eben uns schnappen und den wieder aggregieren, haben wir unser Longest Common Prefix gefunden. Und der Charme ist einfach, dass ich über diese Funktion, wenn ich jemandem versuche, sie zu erklären, Zeile für Zeile durchgehen kann und beschreiben, zuerst tue ich, danach tue ich, als drittes tue ich. Und das ist einfach die Kommunikation sehr stark erleichtert. Ich würde es einfach mal die gewagte These in den Raum stellen, dass das da bessere Code ist. Besser mag vielleicht auch eine subjektive Sache sein, aber wir gucken uns einfach mal an, welche Vorteile wir oder ich daran sehen. Das Thema intuitive Lesbarkeit hatte ich hier gerade schon ein bisschen ausgeführt. Ich lese von oben nach unten, ähnlich wie ich ein Buch lesen würde, und ich sehe, was passiert. Dazu muss man natürlich ein bisschen Vorwissen haben über diese funktionalen Methoden, die wir eben verwenden, zum Beispiel SIP. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was SIP tut, habe ich Schwierigkeiten, das zu lesen. Aber ich sage, wenn ich diesen grundlegenden Satz an Operationen einmal gelernt habe, kann ich so einen Code sehr leicht von oben nach unten durchlesen. Oben nach unten, sprich klare Abfolge, haben wir jetzt auch schon ausführlich darüber diskutiert. Und es ist vielleicht gar nicht so richtig aufgefallen, aber wir haben keinerlei Zustand mehr. Wir merken uns nicht mehr in irgendeinem Feld außerhalb, was sind denn die ersten Buchstaben oder so.
Das ist alles eine abgeschlossene Kette von Operationen, die nicht mehr mit der Außenwelt in irgendeiner Form sich was merken muss oder irgendwas holen muss. Und ja, Higher Order Functions, ich habe vorhin schon gesagt, sind eigentlich ein sehr, sehr klassisches Thema, um den Einstieg in funktionale Konzepte zu finden, eben weil die damals mit Java 8 Einzug gehalten haben, weil die in Sprachen wie Kotlin oder auch Scala natürlich sehr präsent sind. Und das ist einfach so das erste Ding ist, wo man sagt, okay, ich experimentiere jetzt mal ein bisschen damit rum, was ist denn, wenn ich jetzt eine Lambda-Funktion reingebe, sieht der Code irgendwie besser und lesbarer aus? Und ja, ich hatte es ja vorhin schon geschildert, nachdem ich die ersten paar Lambdas verwendet hatte, war ich der Meinung, jetzt bin ich ein funktionaler Entwickler. Das ist auch nicht falsch. Also ich habe in dem Moment schon funktionale Konzepte verwendet. Wer da sich aber ein bisschen besser in der funktionalen Entwicklung auskennt, hat da auch noch eine Alternative anzubieten, wie man es implementieren könnte. Um wieder auf unser Beispiel zurückzukommen, wäre das der Benedikt, der sagt, haha, funktional kann ich viel besser als du. Und der darf jetzt auch direkt erklären, was seiner Meinung nach die bessere Variante oder eine andere Variante wäre. Genau. Über die Diskussion, was besser ist, ja, dürfen sich die Geister streiten. Function Composition ist in diesem Fall einfach nur ein anderer Weg zum gleichen Ziel. Und beschreibt einfach nur einen Mechanismus, wie man aus vielen kleinen Funktionen ein großes Problem eben löst. Wie das jetzt in unserem Beispiel aussehen könnte, sehen wir hier. Wir haben hier einfach fünf Funktionen, die für sich genommen jeweils einen Schritt erledigen. Das sehen wir auf der rechten Seite. Und die zusammengenommen ergeben die Gesamtfunktion. Wir haben hier haben wir einen Funktionsliteral definiert, der eben eine Liste von Strings erwartet und uns eben den Longest Common Prefix zurückliefert. Das ist jetzt Kotlin-Syntax wieder hier. Wir haben hier Methodenreferenzen mit den Doppelpunkten, auf die wir einfach zugreifen und die wir einfach nacheinander schachteln mit einer geeigneten Kompositionsfunktion. Das wäre in dem Fall das and-then. Und wir sagen einfach, suche mir das erste und das letzte Element. Danach kombiniere diese beiden. Danach finde für uns das gemeinsame Präfix. Dann extrahiere uns dieses Präfix und anschließend setze den String wieder zusammen, sodass wir eben den Präfix als ein String vorliegen haben. Und letztendlich haben wir uns hier größtenteils oder haben wir uns eigentlich nur an den Methoden bedient, die wir in dem Higher Order Function Beispiel auch verwendet haben, nur eben ein bisschen anders angeordnet. Von daher ist es der gleiche Weg, es ist ein anderer Weg zum gleichen Ziel. Wir haben ebenfalls wieder keinen Zustand. Die Nachvollziehbarkeit des Programmablaufs mag vielleicht sogar noch ein bisschen trivialer sein, weil wir hier halt wirklich nur noch mit den reinen Funktionen arbeiten. Der eine Vorteil natürlich ist, dass wir hier fünf Teilschritte haben, die wir alle unabhängig voneinander testen können. Und Testbarkeit ist kann man davon ausgehen, ist durchaus ein sehr wertvolles Gut. Damit wären wir mit der Function Composition auch schon durch und würden zum ersten Grundprinzip der funktionalen Programmierung gehen. Genau, wir haben es ja vorhin gesagt, ein Grundprinzip ist, dass Werte oder dass Objekte sich nicht mehr verändern, sprich Immutability ist ein Terminus, über den jeder bestimmt schon mal gestolpert ist. Wir haben mal eine formale Definition mitgebracht. An object is considered immutable if its state cannot change after it is constructed. Maximum reliance is widely accepted as a sound strategy for creating simple reliable code. Grundsätzlich ein Objekt wird alle Eigenschaften eines Objekts waren zum Zeitpunkt seiner Erzeugung definiert. Es wird sich danach nicht mehr verändern. Und was hier natürlich auch noch mit drin steckt, es sind sich irgendwie alle einig, dass das eine gute Sache ist, dass man damit besseren, zuverlässigeren Code schreiben kann. Obwohl sich da die Leute sehr schnell einig sind, wenn man mit ihnen drüber spricht, haben wir jahrelang natürlich gelernt, was völlig anderes zu machen, da Java Pojos einfach mutable by design sind. Ein Pojo ist ein de facto Standard und hat natürlich Mutationen ohne Ende in Form von Settern.
Und selbst wenn man sagt, ich möchte eigentlich Immutability ist irgendwo mein Ziel, das ich erreichen will, war es zumindest lange Zeit so, dass Frameworks uns davon abgehalten haben, auf diese Art und Weise zu programmieren. Ich denke da nur an irgendwelche älteren Hibernate-Versionen zurück, die einfach voraussetzen, dass Setter da sind. Mittlerweile können wir da sehr viel mehr über Konstruktoren arbeiten. Es wird auch Immutability unterstützt. Aber da muss ich nicht allzu lang zurückdenken, bis ich einfach gar keine Chance hatte, im Java-Umfeld mit gängigen Frameworks Immutability zu erreichen. Sprachen, die das Konzept von Immutability dann eher voranbringen, sind natürlich Kotlin und Scala. Da kommen wir gleich dazu, aber werfen erstmal einen Blick drauf, was ist eigentlich schlecht an Mutierbarkeit? Welche Probleme gibt es? Und das Erste, das da immer angeführt wird, egal mit wem diskutiert, ist Multithreading. Es könnte ja sein, dass ein Objekt von zwei verschiedenen Threads benutzt wird. Der eine liest es, der andere verändert es in dem Moment und es passieren einfach unvorhersehbare Dinge. Seiteneffekte, abgesehen von davon, dass Benedikt das Wort schon mal in den Raum geworfen hat, für uns heißen hier, dass irgendwie die, ich sag mal, Umwelt oder der Zustand von unserem Programm insgesamt manipuliert wird auf eine Art und Weise, die wir vielleicht gar nicht sehen. Das ist ein Thema, was einfach damit einhergeht, dass man diese Sachen mutieren kann, weil wo ich schon gar nicht die Möglichkeit habe zu mutieren, kann auch nichts Überraschendes passieren, in Anführungszeichen. Die nächsten beiden Punkte sind ganz spannend. Nullreferenzen und logisch invalide Objekte. Wenn wir sagen, ein Objekt wird quasi nach und nach kreiert, ich fange an mit einem leeren Objekt, wo alle Felder null sind und schreibe danach diese Felder, dann kann ich zum einen Probleme kriegen, dass ich eine Sache, die nicht null sein sollte, aufrufen, plötzlich doch einen Null-Pointer-Exception kriege. Den Fall hatten wir definitiv schon sehr oft. Und natürlich ist es auch so, wenn wir sagen, damit ein Objekt valide ist, müssen 5 Felder gesetzt sein. Wir konstruieren es aber, indem wir eines nach dem anderen setzen, dann gibt es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Version dieses Objektes, die 3 Felder gesetzt hat und 2 noch nicht, die einfach logisch keinen Sinn ergeben. Die unteren beiden Punkte, Caching und Updates, betreffen alle Referenzen, gehen auch in die gleiche Richtung, dass wir uns einfach nicht darauf verlassen können, dass irgendwas in Zukunft so aussehen wird, wie es jetzt aussieht. Wir können es nicht ohne weiteres cachen oder müssen uns viele Gedanken über Eviction machen. Eviction ist hard, das weiß, glaube ich, auch jeder, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Sprich, wir haben einfach sehr, sehr viele Dinge, über die wir nachdenken müssen mit mutable Objekten. Wann ist ein Objekt tatsächlich nicht mehr mutable, formal? Um eine Klasse als immutable definieren zu können, darf diese Klasse nicht mehr erweiterbar sein, sie muss final sein, einfach weil sonst natürlich in einer möglichen Kind-Klasse diese Immutability wieder gebrochen werden könnte. Man darf die Felder nicht direkt manipulieren können, um natürlich unerwartete Schreibzugriffe zu verhindern. Das Ding wird vollständig zusammengebaut im Konstruktor zum Initialisierungszeitpunkt und es gibt keine Mutatoren. Das sind relativ simple Regeln und weil die so simpel sind, ist es auch tatsächlich so, dass die ganzen Sprachen uns da Konstrukte anbieten, nämlich das Value-Object, mit der wir sowas sehr simpel zusammenbauen können. Also ich glaube, niemand von uns hat mal übermäßig viel Lust, Getter und Setter mit der Hand am Arm zu schreiben, beziehungsweise in dem Fall nur noch Getter, aber Getter und Konstruktor mit der Hand am Arm zu schreiben. Deshalb gibt es sowohl in Kotlin wie auch in Scala und wenn man Lombok verwendet, auch in Java, eben Möglichkeiten, direkt so ein Value-Object zusammenzubauen. Syntax ist hier unten sichtbar, man definiert tatsächlich immer nur Felder und ihre Typen. Und das Wichtige an diesen Value-Objects ist, dass zwei Value-Objects gleich sind, wenn sie gleiche Werte haben. Sprich, das Thema Identität, das ist durch das exakt selbe Objekt, spielt keine Rolle mehr, sondern zwei Value-Objects gelten als gleich, wenn die Felder alle die gleichen Werte haben. Man kann diese Instanzen sehr gut austauschen gegeneinander, natürlich aufgrund dieser Eigenschaft. Und üblicherweise besitzen sie auch keine eigene großartige Semantik, sondern sind eher als Container für Daten anzusehen. Was bringt uns das jetzt, wenn wir mit solchen Value-Objects arbeiten? Naja, ein Objekt hat immer genau einen Zustand. Ob ich das jetzt angucke, ob ich das in einer Stunde angucke, ob ich das in 2 Monaten angucke, in irgendeinem langlaufenden Prozess, es wird immer genau gleich aussehen. Und daraus leiten sich verschiedene Vorteile ab. Ich kann eine Referenz auf dieses Objekt bedenkenlos teilen, sprich, gebe ich mein Objekt in irgendeine Funktion rein, brauche ich keine Sorge haben, dass hinterher plötzlich der Name verändert wurde, weil jemand es gesetzt hat. Thread Safety ist kein Thema mehr. Es kann kein anderer Thread hier was manipulieren. Caching kann ich bedenkenlos machen, weil das Objekt ja auch in der Zukunft gleich aussehen wird. Und so ein kleiner Nebeneffekt, das Ganze als Key-in-Key-Value-Maps, also beziehungsweise in Maps zu verwenden, weil sie auch nicht plötzlich der Hashcode ändert. Sprich, ich kann sehr, sehr bedenkenlos mit diesen Objekten umgehen, sie an vielen Stellen verwenden, wie ich das möchte. Im Chat kam gerade noch der Kommentar, eine Immutable-Klasse muss nicht final sein. Das
können wir gerne im Nachgang, glaube ich, nochmal diskutieren. Aber meinem Verständnis nach sollte die schon final sein, weil ich ansonsten, je nachdem, welche Sprache ich unterwegs bin, die Möglichkeit habe, in der Kind-Klasse doch noch irgendwelche Felder zu manipulieren, wenn entsprechende Sichtbarkeiten gegeben sind. Und zumindest, wenn so ein Konstrukt entsteht, dass ich mir quasi eine Kind-Klasse bauen kann, die wieder einen Mutator anbietet, kann ich mich natürlich nicht mehr darauf verlassen, dass ein Objekt von diesem Typ auch immer immutable sein wird. Genau, Veränderungen. Dann jetzt, das ist immer so ein Schlauberger, wenn du Immutability als Konzept pitchst, der sagt, ja, Veränderungen sind noch nötig. Und wir haben jetzt hier unsere kleine Kontaktanwendung, wo natürlich ein relevanter Case ist, okay, jetzt habe ich von einem Kontakt, der hat eine neue Telefonnummer, jetzt brauche ich so einen Kontakt mit veränderter Telefonnummer. Das stimmt natürlich und es sagt auch keiner, dass das sich in der Außensicht auf deinem Programm nie was verändern darf, nur das konkrete Objekt soll unveränderlich sein. Und die Lösung, die wir da bei den Value-Klassen einfach haben, ist ein sogenannter Copy-Constructor. Sprich, wir erzeugen uns ein neues Objekt, das alle Werte vom anderen Objekt übernimmt. Im Idealfall ist es eine Deep-Copy und verändern dabei einzelne Felder. Sprich, wir bauen uns einfach einen neuen Kontakt, der dem alten entspricht, aber eine neue Telefonnummer hat und packen den in unsere Kontaktliste. Die ursprüngliche Instanz bleibt dabei weiterhin unverändert. Das heißt, wir haben keine unerwarteten Seiteneffekte, können aber unsere Programmlogik natürlich trotzdem sinnvoll abbilden. Oder noch ein etwas fortgeschritteneres Konzept ist der sogenannte Wither, with von eben with, wie zum Beispiel hier with phone number, wo wir einfach auch einen Copy Constructor nehmen, um bewusst so eine with phone number Funktion anzubieten. Der Vorteil erschließt sich hier jetzt nicht unbedingt sofort, weil man könnte ja ebenso gut den Copy Constructor verwenden, Parameter da reingeben, aber gerade mal, wenn man eine komplexere Klasse hat, die geschachtelt ist, sagen wir mal, der Kontakt hat jetzt noch eine Adresse und die Adresse ändert sich, spaltet sich auf in Stadt und Straße und Hausnummer, wollen nur die Hausnummer ändern, dann ist es ja angenehm, dass wir einfach so eine Hilfsmethode anbieten, die es über Copy Constructoren abwickelt. Vorteile von Immutability, denke ich mal, konnte man sich das schon einigermaßen vorstellen. Das war das eine Grundkonzept von funktionaler Programmierung, das wir eingangs erwähnt hatten. Jetzt kommen wir zum anderen, nämlich, dass Funktionen auf allen Ausgaben basieren. Und dafür gebe ich wieder ab an Benedikt. Genau. Da kommen wir auch erstmal ganz kurz zur einer Definition. Und zwar sind pure Funktionen pur, wenn das Ergebnis ausschließlich von den Parametern abhängig ist. Das ergibt sich ganz einfach aus dem Grundprinzip, das wir beachten wollen. Und dadurch haben wir automatisch eben ist die Anforderung, dass eine pure Funktion idempotent sein muss. Wenn wir den gleichen Parameter reingeben, müssen wir das gleiche Ergebnis liefern. Ansonsten wäre die Funktion nicht pur. Das könnte beispielsweise passieren, weil wir Seiteneffekte haben. Seiteneffekte könnten sein, dass wir lesenden oder schreibenden Zugriff auf Dateien haben, dass wir irgendwelche aus Datenbanken, Datenbanken queryen oder auch, dass wir Logging haben. Logging ist natürlich nicht ganz so das Problem. Streng genommen gehört das aber, ist es eine Kategorie von Seiteneffekt, die wir bei puren Funktionen nicht verwenden dürften. Da natürlich ganz klassisch ist das Werfen von Exceptions ist ein Seiteneffekt, denn das ist ein weiterer Weg aus der Funktion heraus, die eben nicht rein über den Rückgabewert abgebildet ist. Und natürlich dürfen wir auf keinen Fall nicht lokale Variablen modifizieren. Wir können nicht auf irgendwelche globalen Variablen zugreifen, irgendwelche statischen Variablen, die in der Klasse definiert sind, was wir hoffentlich alle nicht machen, aber dürften wir so oder so nicht machen, wenn wir mit führenden Funktionen arbeiten. Und damit sind pure Funktionen Funktionen im mathematischen Sinne. Also sie sind rein über die Eingaben definiert und produzieren durch ihre Berechnung irgendwelche Ergebnisse. Jetzt natürlich die Frage, warum interessiert uns überhaupt diese Unterscheidung zwischen pur und nicht pur? Warum ist das relevant? Was haben wir da für Vorteile? Das ist natürlich so. Es ist ganz einfach zu sagen, pure Funktionen sind leichter testbar und parallelisierbar, denn wir haben keine Modifikationen von außen, die wir beachten müssen, denn wir der gesamte der gesamte Berechnungsraum, den wir eben in der Methode abbilden, besteht eigentlich nur daraus, dass wir
die Eingabe erhalten und die Eingabe und mit Hilfe dieser Eingabe irgendwelche Ausgaben produzieren. Und hier haben wir noch die Unterscheidung zwischen totalen und partiellen Funktionen. Totale Funktionen sind für alle Eingaben definiert. Also für jede Eingabe wird eine Ausgabe produziert. Es kann die gleiche Ausgabe sein, das wäre immer noch total, das ist kein Problem. Und partielle Funktionen sind eben nicht für alle Eingaben definiert. Gibt es auch ganz prominentes Beispiel, das sehen wir gleich. Ein ganz typisches Beispiel für eine totale pure Funktion wäre natürlich die Addition. Wir haben zwei Parameter, die wir reinbekommen, führen eine Berechnung durch, nämlich die Addition und liefern ein Ergebnis. Wir haben keinen Seiteneffekt in irgendeiner Weise. Die Methode ist wunderbar testbar. Dann haben wir natürlich die totale nicht pure Funktion. Die ist deswegen nicht pur, weil wir hier als Eingabe den Kreditkarten, ja, die Kreditkartenklasse erhalten und die kapselt uns den Zugriff auf einen Kreditkartenserver. Sobald wir dann hier in der Zeile, in der zweiten Zeile CC.charge aufrufen, würden wir hier den Kreditkartenserver kontaktieren. Das ist ein Effekt, den man von außen beobachten kann. Der kann auch schief gehen. Würden wir hier beispielsweise beim Kontaktieren des Kreditkartenservers würde eine Exception auftreten und die würden wir nicht fangen unmittelbar, dann wäre die Funktion noch nicht mal mehr total, sondern nur noch partiell, denn sie ist für diese eine Eingabe eben nicht definiert. Wir könnten natürlich hier sagen, wir fangen die Exception und liefern trotzdem einen Kaffee. Das ist toll für den Nutzer. Dann wären wir zumindest immer noch auf der totalen, hätten wir immer noch eine totale Funktion, aber ja, wir hätten keine Fehlerbehandlung. Dann das ganz typische Beispiel für eine nicht pure partielle Funktion ist natürlich die Division, denn wir haben zwei Eingaben und sobald wir b auf 0 setzen, hätten wir eine Teilung durch 0. In allen mir bekannten Sprachen würde das eine Exception in irgendeiner Weise produzieren. Damit hätten wir eine Eingabe, für die Funktion nicht definiert ist, nämlich genau für b ist gleich 0. Damit hätten wir nur noch eine partielle, nicht pure Funktion. Und wir bräuchten natürlich Fehlerbehandlung. Dann noch das letzte Beispiel. Da können wir gerne in der QA-Session dann anschließend drauf eingehen. Die pure partielle Funktion hat keine Praxisrelevanz. Wen es interessiert, können wir später darauf eingehen. Das ist sehr schräg. Ja, die Vorteile von puren Funktionen sind hoffentlich erkenntlich geworden. Der Code ist leichter zu verstehen, da wir keine Seiteneffekte haben. Da die Funktionen idempotent sein müssen, können wir sie wunderbar unit testen. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass die Funktion auch sehr einfach debugbar ist. Und vor allem, die ist deswegen auch leichter testbar, weil wir beispielsweise in diesem Fall bei Kaffee-Funktion bräuchten wir beispielsweise einen Mock eines Kreditkartenservers. Den können wir uns hier bei puren Funktionen sparen, da wir das nach außen schichten können. Ich grätsch mal ganz kurz rein, weil ich nicht weiß, ob du den Chat offen hast. Hier kam nämlich eine Frage, wie es denn mit der Funktion isAfterToday, die ein Date als Parameter bekommt, aussehe. Die ist nicht pur, weil sie ja auf einem Input basiert, der nicht in dem Parameter drinsteckt, nämlich der Fakt, welcher Tag ist heute. Sprich, wenn ich mir die Information holen muss, welcher Tag ist heute, dann habe ich dann Input, der nicht in den Parametern drinsteckt. Und der Output basiert somit nicht nur auf dem Input. Wenn man eine Ja. Funktion isAfter anbieten würde, die zwei Dates annimmt, da sind wir dann wieder in dem puren Bereich tatsächlich drin. Genau. Alles klar. Und weil ich eh schon dazwischen gegrätscht habe, mache ich hier auch direkt weiter mit unserem letzten Kapitel, durch das wir noch durchhuschen, nämlich die sogenannten Persistent Data Structures. Bei Persistent Data Structures geht es nochmal darum, das Konzept der Immutability quasi weiterzudenken auf Collections. Wir haben ja vorhin
darüber gesprochen, dass es gut ist, Klassen prinzipiell immutable zu designen, aber gerade Collections, Listen, Maps, Sets etc. leben eigentlich davon, die ganze Zeit mutieren zu können, weil das einfach eine Art und Weise, wie man damit arbeitet. Wir möchten Werte hinzufügen können. Genau, die Java Collections API macht es uns da auch sehr leicht, weil sämtliche Collections by Design mutable sind. Es gibt vielleicht ein paar unmodifiable Listes hier als Beispiel auf der Folie sichten da drauf. Trotzdem ist Add in diesem Interface sogar verfügbar. Wir könnten das aufrufen und erst zur Runtime eine Exception kriegen. Dieses Thema Immutability ist dann nicht über den Typ abgebildet. Kotlin und Scala gehen einen anderen Weg. Da gibt es jeweils Mutable und Immutable Collections und der Default, also eine List, ist erstmal immer Immutable im Kotlin-Umfeld beispielsweise. Und wenn ich da tatsächlich Mutationen durchführe, muss ich explizit auf die Mutable API wechseln. Der Nachteil, wenn man sagt, meine Listen sind immer immutable, ist, dass unter Umständen halt das Ganze nicht unbedingt Speichereffizienz und das Kopieren nötig ist. Sag mal, die naive Implementierung wäre ein Copy and Write. Ich habe eine Liste mit 5 Elementen, ich füge ein weiteres hinzu, also habe ich in meinem Speicher eine Liste mit 5 Elementen und eine Kopie davon mit 6 Elementen, sprich ich halte 11 Elemente im Speicher. Der wird dann sehr schnell sehr voll werden. Und eine Optimierung dafür sind eben diese sogenannten Persistent Data Structures, wo nicht alle Elemente kopiert werden. Das heißt, wir haben die Vorteile von Immutability, wir haben die gleiche Verlässlichkeit, aber eben nicht diese Probleme in der Performance. Wie kann man sich das vorstellen? Der Trick ist sogenannte Structural Data Sharing, wo wir sagen, so viel wie möglich von dem bestehenden Objekt verwenden wir in unserem neuen Objekt einfach wieder. Es kann auch sein, dass unter der Haube Datenstrukturen verändert werden, dass tatsächlich vielleicht nachher im RAM was anderes drin liegt oder auch in dem Objekt was anderes drin ist. Aber in der Außensicht wird alles immer gleich aussehen. Man spricht hier von effectively immutable. Und wenn wir uns dann konkretes Beispiel dafür anschauen wollen, haben wir hier zum Beispiel eine Linked List. Ganz klassisch, hat jeder wahrscheinlich mal der irgendwie als Übung im ersten Semester in der Ausbildung programmieren müssen. Jedes Objekt zeigt auf sein Folgeobjekt. Kennt man soweit. Und wenn wir uns jetzt die Tail-Operation, die Tail-Operation anschauen, die uns einfach quasi alles außer dem ersten Objekt zurückliefert, dann haben wir hier zum Beispiel für, wie wir im Endeffekt von der ursprünglichen Liste, die 4 Elemente hat, nämlich A, B, C, D, zu einer Liste mit nur B, C, D kommen, indem wir im Speicher am Ende des Tages einfach nur einen neuen Pointer auf das zweite Element hinzufügen. Wir haben also keineswegs 7 Elemente im Speicher, sondern nur die alten 4, es ist nur ein Pointer hinzugekommen. Das ist ein sehr plakatives Beispiel, um es zu illustrieren. Das Wichtige daran ist, dass man es auch überhaupt nicht selber implementieren muss. Für sämtliche Collections, mit denen man täglich so arbeitet, Lists, Hash-Sets, irgendwelche Sorted-Sets oder was auch immer, gibt es Libraries, die es implementieren. Man muss da einfach nur danach googeln und es verwenden. Und es bietet sich einfach an, weil man die Vorteile von Immutability ohne irgendwelche Performance-Einbußen da relativ leicht frei Haus kriegt. Genau, Vorteile hatte ich gerade weitestgehend schon angesprochen. Wir haben diese unveränderlichen Datenstrukturen. Ich kann bedenkenlos meine Liste in irgendeine Funktion als Parameter reingeben, ohne dass hinterher 5 neue Objekte drin sind. Und das ist mir leider schon sehr viel öfters passiert, als es mir lieb ist. Die Datennutzung bleibt trotzdem effizient. Und insgesamt fühlt es sich dann ganz gut an, mit quasi immutable Collections arbeiten zu können. Damit wären wir tatsächlich auch am Ende mit unserem Vortrag, würden noch so ein kleines Fazit ziehen. Das, was wir jetzt gerade gesehen haben, waren wirklich Basics, die zwei grundlegendsten Konzepte der funktionalen Programmierung. Hier haben wir jetzt eine andere Tech-Cloud am Anfang, nämlich Tech-Cloud mit Dingen, wo wir sagen, das sind Sachen, die wirklich cool sind, die fortgeschrittenere funktionale Konzepte sind, mit denen man aber super gut Ziele erreichen kann, leichter als mit klassischen Konzepten. Auf die Frage gehe ich gleich an den Chat, wo wir einfach sagen, man kann von funktionaler Programmierung noch sehr viel mehr profitieren, aber das sind quasi die beiden Basics, die man sich einfach vergegenwärtigen muss. Wer ein bisschen sich in die Materie reinfuchsen will, ist das ja einfach mal eine Liste an Begriffen, die man auch gut googeln kann. Und warum wir zwei tatsächlich funktionale Programmierung für ein sehr gutes Paradigma halten und immer wieder versuchen, dass Leute diese Muster beibehalten, ist einfach, weil wir glauben, der Code ist damit leichter nachzuvollziehen. Und nachvollziehen heißt in dem Fall verstehen, wenn ich drüber spreche. Nachvollziehen heißt in dem Fall testen. Das sind einfach verschiedene Dimensionen, wie es leichter ist, mit diesem Code zu arbeiten. Es sind Teile besser wiederverwendbar, weil wir eine stärkere Modularisierung haben. Und natürlich das Thema Multithreading ist eins, das man sehr, sehr viel entspannter angehen kann in diesem funktionalen Umfeld. So, damit sind wir auch am Ende und haben noch Zeit für Fragen. Jetzt werfe ich mal einen Blick in den Chat.
Da fragt jemand, habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, wo die Immutable Collections waren. Diese Immutable Collections, also diese Persistent Data Structures, sind tatsächlich, da gibt es für jede Sprache, gibt es da irgendwelche Implementierungen dafür. Und zwar, Benedikt, wir haben noch irgendwie so eine ausgeblendete Folie, wo ein paar Beispiele draufstehen. Kannst du die mal gerade raussuchen? Also Sekunde. die Idee ist quasi, dass es Möglichkeiten gibt, wie man Collections verwenden kann. Hier haben wir sie zum Beispiel, Dankeschön. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in meinem Projekt mit einer Liste arbeiten, möchte dieses Effectively Immutable haben, dann habe ich die Möglichkeit, eine sogenannte Singly Linked List zu verwenden. Die bietet mir diese Eigenschaft von Effectively Immutable an. Implementierungen dafür finden sich ausreichend viele in den GitHubs und Mavens dieser Welt, wenn man da einfach mal googelt. Und mit dem Stichwort Persistent Data Structure plus dem entsprechenden Collection-Namen kommt man sehr gut dahin, was zu finden in der jeweiligen Sprache, was einem weiterhilft. Genau. Ansonsten im Java-Umfeld bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Da kenne ich die Libraries in dem Fall leider nicht auswendig. In Scala sind die typischen Collections, die man zur Verfügung hat, sind, also zumindest die Immutable Collections, basieren auf diesen Implementierungen. Das heißt, wir arbeiten grundsätzlich mit Persistent Data Structures in Scala. Zumindest bei den Immutable Collections. In Kotlin haben wir zwar eine Typunterscheidung zwischen Mutable und Immutable Collections, allerdings sind die Immutable Collections in dem Fall nur eine Immutable Sicht auf die Collection. Streng genommen, wenn wir dort Werte hinzufügen, hätten wir die naive Implementierung, beispielsweise bei einer Liste, dass er die einfach komplett kopieren muss. Soweit ich weiß, gibt es aber Bemühungen in Kotlin, auch die gesamten Immutable Data Structures als Persistent Data Structures zu implementieren. Es gibt aber auf jeden Fall inoffizielle Libraries, die man verwenden kann. Soweit ich weiß, steht aber auch irgendwann mal was Offizielleres an. Genau, und es ist halt in der Verwendung fühlt es sich nicht anders an, als, also es implementiert meistens die gleichen Interfaces, die man ohnehin schon gewohnt ist. Sprich, es hat erstmal keine Kosten, das zu verwenden. Die Kosten sind eigentlich das Hinzufügen von einer zusätzlichen Library als Dependency, hat aber eben diverse Sicherheiten und Vorteile, die diese naiven Implementierungen nicht unbedingt mitbringen. Die Immutable Streams aus Java 11, muss ich sagen, habe ich gerade nicht im Kopf, ob das auch nur eine Immutable Sicht in irgendeiner Form ist, die gerade im Chat erwähnt wird, da würde ich jetzt einfach nur gefährliches Halbwissen von mir geben. Wenn Java auf dem Weg ist, das von Haus aus mitzubringen, dann sei es mir umso lieber. Ich muss an der Stelle mich auch outen. Ich bin seit längerem eigentlich nur noch in Kotlin unterwegs in Projekten, deshalb bin ich dann nicht immer ganz auf dem aktuellsten Stand. Haben wir noch eine Frage? Ich schaffe es nicht, hier den Chat zu öffnen. Nee, wir haben einige Dankesbekundungen. Vielen Dank. Und scheinbar keine Fragen mehr. Von daher wünsche ich noch viel Spaß auf der restlichen JCon. Jo, alles klar. Dann wünsche ich euch auch ebenfalls noch viel Spaß.